wenn du beim Putten deinen eigenen Weg zum Erfolg findest. Das ist, wenn du wirkliche Fortschritte machst. Sogleich wirst du sehen, wie ich 3 Varianten vorschlage, die du unbedingt ausprobieren solltest. Und dann gucken, was für dich am besten klappt. Ich glaube, da sind ein paar Infos dabei, die sehr wichtig für dein Putten sein werden. Was ist besser? Gebückte zu stehen oder aufrechte zu stehen? Beim kurzen Putt könnte es sein, dass es dir sehr helfen wird, und das probier einfach aus, wenn du viel gebückte stehst, dass dein Kopf parallel zum Boden ist, dein Kopf und dein Nacken, und dann schaust du, dass deine Augen oberhalb des Balles sind. Gucke, ob das bei den kurzen Putts hilft. Aber versuche auch aufrechte zu stehen. Hoffentlich ist dein Putter lang genug. Vielleicht puttest du so besser. Und mach das Gleiche bei den langen Putts. Meine Vermutung aber ist, dass du aufrechte stehen solltest bei den langen Putts und gebückte bei den kurzen. So, nachdem du diese Übung gemacht hast, probiere verschiedene Ballpositionen aus. Und bitte übertreibe. So, was du als erstes machen kannst, spiel den Ball weit vorne im Stand. Die Entfernung, die du putten solltest, sollte so ungefähr 1,5 bis 2 Meter sein. Mach das bitte mit mehreren Bällen, nicht nur mit einem Ball. Du musst jetzt eine Tendenz sehen. Dann spiele den Ball genau in der Mitte der Füße. Spiele mehrere Bälle. Schau, was passiert. Und für manche Golfer ist es besser, den Ball rechts von der Mitte zu spielen. Klappt es so besser? Bei mir war auf jeden Fall rechts von der Mitte schlecht. Ich habe dann nach rechts gepattet. Aber vielleicht wird es bei dir besser sein. Sollte der Ball unter dem linken Auge liegen? Oder unterhalb des rechten Auges? Das solltest du genau wie eben mit mehreren Bällen probieren und dann schauen. Da spielt das dominante Auge eine wichtige Rolle. Jeder von uns hat ein dominantes Auge und es könnte sein, dass dein Ball unter deinem dominanten Auge liegen sollte. Wie bei mir, ich bin links dominant und ich spiele den Ball etwas links von der Mitte. Und so loche ich mehr. Aber das musst du testen. So, ich hoffe, dass das für dich interessant war. Bitte probier das so bald wie möglich aus.